Man should not rule over man. Let knowledge rule again. The Book of Light, Book of Books, and Savior of Mankind. Aum. Tja, meine Lieben, man kann gar nicht oft genug über den körperlosen Zustand sprechen, denn auf den zielen wir alle hin. Da kannst du wollen oder nicht wollen, du wirst entkörpert. Und da ist die Frage, und die Uhr tickt, schau mal da, die tickt, 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 die Zeit läuft. Oh, diese Uhr ist sehr alt, die ist schon hunderte von Jahren alt oder so. Und trotzdem, die Zeit läuft. Wie nutzen wir die Zeit? Wir haben zwei Optionen, meine Lieben, die ich natürlich in meinem Wüstenleben nicht immer so wahrgenommen habe. Ja? Andererseits schon. Wir haben die Option, wiederzukommen oder nicht. Und wie wir wiederkommen wollen, die Option haben wir auch noch. Als Höllenwesel gepeinigt, gefoltert, geschlagen, missbraucht, zerfleischt. Oder liebevoll empfangen. An all dem sind nicht die anderen schuld. Hier, nur du. Sonst niemand, wenn du von Schuld redest. Beschuldige deine Eltern nicht, falls du behindert geboren wurdest. Dessen Schuld ist das nicht. Das Kind ist nicht das Produkt seiner Eltern. Du bist das Ergebnis deines Handelns. Und vielen vergangenen Leben. Und meine Lieben, der körperlose Zustand, ist sowas Wunderbares, wenn man nur mal intellektuell daran denkt, besteht die Möglichkeit, dass ich auch noch bestehe, wenn ich nicht mehr sehe, höre, fühle, schmecke, taste, denke. Wenn ich mich vom Verlangen nach all dem gelöst habe, kann es sein, dass es gar nicht so schlimm ist. Und ich habe euch von Plotinus erzählt, in meinen vorherigen Vorträgen. Danke, Nila Kanter, für deine Riesengeduld, mit mir zurechtzukommen und die ganzen Jahre hindurch all das hier zu machen. Da hätte jeder andere schon hingeschmissen oder jeder andere. Aber ich bessere mich. So. Das Buch des Lichts lehrt, meine Geliebten, das Wesen der Materie, und wir reden hier die ganze Zeit von einem angemessenen Zustand, oder ob er angemessen ist, ist auch noch eine Frage. Ob man sich denn überhaupt vorstellen kann, jenseits dessen, was ihr so hier vor euch seht. Jenseits dessen. Das aushält oder nicht aushält. Gibt's da noch was? Wenn nicht, brauchen wir nicht zu reden. Wenn es nur das eine gibt, ein Leben lang, wisst ihr, was ich da lernen würde? Fresst, sauft, hurt, macht, was ihr wollt, schlagt alles kurz und klein, wie es euch beliebt. Denn es gibt ja keine Konsequenzen. Oder? Die Wahrheit ist aber anders. Wir sind bereits die Konsequenz. Ich bin die Konsequenz dessen, was davor war. So, gibt es eine Schönheit, und ich habe Plotinus geredet, ein wunderbarer Mensch, der sich sehr losgelöst hatte. Er hat uns nicht direkt gesagt, dieser Zustand war, welche Schönheit er im Leib geschaut hatte. Und zwar nicht in diesem Leib, nein, er hat sich ja in der Meditation daraus gelöst. Und war schon tiefer drin, in einer ganz anderen Welt. Und er sagte, ich habe das Erste und Ursprüngliche gefunden. Mein Lieben, bei aller Ehrfurcht vor einem heiligen Mann, der keusch gelebt hat, einmal am Tag vegetarisch gegessen, ein bisschen Wasser getrunken, and that's it. Bei allem Respekt vor einer solchen hohen Wesenheit, aber ein Erstes gibt's nicht. Wenn es ein Erstes gibt, oder gäbe, oder einen Anfang, könnte wieder mein Fünfjähriger, den ich immer herhole als Vergleich, könnte kommen und sagen,
Was waren vor dem Anfang? Onkel? Es gibt keinen Anfang. Es gibt nur ein Wiedererwachen zeitlos ewiger Strukturen, die interagieren und dann zu dieser vergänglichen, leidvollen Welt führen. Und auch zur Hölle, Erde und Himmel. Also es gibt ja noch andere Paralleluniversen. Was weiß ich, wo die Menschen vielleicht drei Köpfe haben, einen in der Mitte, anderen am Rücken. Oder wo die Leber aus dem Oberteil wächst und der Kopf auf dem Hinterteil. Ich weiß es nicht, es gibt alles Mögliche. Es gibt abstrakte Strukturen, Arupa, die wir gar nicht wahrnehmen können. Die leben aber in der abstrakten Welt. Es gibt alles. Aber eins haben sie gemeinsam, das rufe ich denen allen zu. Hoch zum höchsten Gott in Manifestation. Ihr seid vergänglich. In eurer Manifestation. Aber in eurem wahren Wesen seid ihr zeitlos, ewig, unerschaffen. Und was die Religionen von ihrem Gott behaupten, dass keiner ihn erschaffen hat, das sagt das Buch des Lichts von allen. Du bist Gott. Und du fällst immer wieder in die Materie. Und wir wollen hier mal ein bisschen draus sehen, warum das so ist. Wir haben also immer ein Buch des Lichts. Jetzt habe ich mal eine englische Übersetzung. The first is not the first. Das Erste ist nicht das Erste. Das gibt es nicht. Was am Ersten erscheint, nach der Periode von Pralaya, von Ruhe, das kannst du meinetwegen das Erste nennen. Bitte schön, da kein Problem. Was ist das Erste? Und das wird das Letzte sein, das wieder verschwindet am Ende der Periode der Manifestation. Und darum werden die Ersten die Letzten sein. Und nicht aus irgendwelchen von sozialen Neid getriebenen, religiösen, aufgepoppten, falschen Theorien. So. Also, was sagt dieser Plotin? Das ist interessant. Es ist kein Etwas, es hat weder Qualität noch Quantität, es ist weder Geist noch Seele, weder bewegt noch in Ruhe, nicht im Raum, nicht in der Zeit, sondern es ist das Wesen an sich, eingestaltig oder richtiger, ungestaltig, in jeder Gestaltung vorhergehend, vor aller Bewegung und vor aller Ruhe. Es hat noch nichts zu tun mit der Ruhe auf Erden. Es ist genau das, was der Pfaffe wünscht, am Grab, ewige Ruhe. Na, im Grab, gefressen vom Maden, möchte ich mir die verbitten. Und im Himmel, den der Pfaffe meint, da ist auch keine ewige Ruhe. Ja, ständige Bewegung. Es ist ohne Erkenntnis und Wille. Aber Wille und Erkenntnis kann dich dahin führen. Du kannst einen neuen Willen entwickeln, der hinführt zum Leidlosen. So wie der alte Wille dich reingeführt hat in den Sumpf des Geborenwerdens, Lebens und Sterbens, und wo es doch eh nur ein Sterben gibt. Die Geburt ist der Beginn des Sterbevorgangs und der Tod sein Ende. Wer ist denn davon verschont? Du kannst dich davor verschonen, wenn du zuhörst. Du kannst auch so leidlos wie möglich wiederkommen. Gerade dann brauchst du auch das Buch des Lichts. So. Es ist so gewaltig, meine Lieben. Die Verantwortung ist so groß, dass der Tölpel Lanu, ich, also wie der Tran mich oft nannte, euch das weitergeben darf. So unvollkommen, wie es kann. Aber großer Johann, wenn Nirvana höchste Seligkeit ist und man da kein Empfinden mehr hat, wie kann das Seligkeit dann schweigt, Tölpel? Das ist ja die Seligkeit, dass du da kein Empfinden mehr hast. Denn Empfinden kannst du immer nur von etwas haben, was entsteht und vergeht. Löse dich von allem, wenn du ewige Ruhe willst. Wenn du zeitlos ewige Existenz willst, ohne Dauer, dann sage ich dir, Ola Nu, was du in Nirvana bist. Wenn du Nirvana erlangst, verschwindet die Welt für dich. Du verschwindest für die Welt.
aber nicht für dich selbst. Was bin ich denn dann? Mach dich an die Arbeit, meditiere und befasse dich mit der Lehre. Das kommt ganz von selber. Inklusive der Siddhis, der super, der paranormalen Fähigkeiten. Du denkst an einen Ort und da bist du. Und du kannst dich auch dort manifestieren und wirst den Leuten sichtbar. Jesus ist nicht im physischen Körper auf dem Wasser gewandelt, sondern in seinem Linga Sharira, in seinem Astralleib, den er langsam verdichtete. Auch als er vor seinen Jüngern erschien, wollten sie ihn anfassen. Sagt er, Noli Metangere, fass mich nicht an. Und als sich dann der Körper verdichtet hat, sagt er, jetzt könnt ihr mich berühren. Und haben sie ihn berührt. So, gibt es etwas Schöneres als diese Lehre, meine Lieben, die uns früher oder später aus diesem Elendsloch heraushilft? Der Plotinus, so erhaben und befreit er war, hat aber noch nicht ganz die Loslösung erlangt. Viel mehr als ich hat er sie erlangt. Da können wir mal von ausgehen. Aber der Lehre entsprechend noch nicht ganz. Er bestimmte das Ursein mit einem positiven Charakter als das eine, in dem Sinne, dass er jede Vielheit von sich ausschließt, es, dieses eine ausschließt, die erste Ursache, welche der Welt vorhergeht und das Gute oder wie im Gegensatz zu allem empirisch Guten vorzieht zu sagen, das Übergute, zu welchem alles Endliche zurückstrebt. Die Wahrheit aber ist, du kannst das Höchste nicht definieren. Du kannst dich nur von allem, was es nicht ist, essentiell lösen. Und die Wahrheit wird dich befreien. Und auch wenn du in diesem Leben Seelenatemmeditation für den Rest deines Lebens machst, und du hast das, von dem ich spreche, noch nicht erfahren, sei gewiss. Du wirst hochgeschleudert auf eine Ebene, die viel freier von Leid ist als diese. Und da wird dich weiter das Buch des Lichts leiten. Das kann ich dir versprechen. Natürlich, der Plotinus, der hat diskursiv abstrakt gedacht, grübelnde Vernunft, aber auch begrifflich das Geschaute verarbeitet. Ja, für ihn war auf der von ihm erreichten Höhe, von ihm erreicht, deshalb berichte ich euch ja, meine Geliebten, von dem noch unvollkommenen, wenn auch sehr hohen Loslösungszustand Stand eines Heiligen. Wovon ist er heilig? Er ist heil vom Verlangen nach allen unteren Ebenen, von denen er sich gelöst hat. Ja? Und dazu gehört natürlich die Keuschheit. Wer noch geil nach einem Weibe ist, kann nicht erwarten, dass er in einer Engelswelt, wo es keine sexuellen Verlangen mehr gibt, wiederkommt. Das ist doch Quatsch. Ich sage doch nicht, er soll keusch sein, um Gottes Willen. Ja. Gebe nur zu bedenken, die Bedingungen. So. Also auf der von ihm erreichten Höhe war auch kein Astralleib mehr vorhanden. Er hatte sich sogar aus dem Astralleib zurückgezogen. Denk mal dran. All compounds are perishable. Here. Der Mensch ist eine zusammengesetzte Einheit in seinen Beilegungen. Und wenn er stirbt, legt er eine nach der anderen ab, wie man ein Kleid, wenn du nachts ins Bett gehst. Nehmen wir mal an, du schläfst nackt. Dann ziehst du erst die Jacke aus und das Hemd und das Unterhemd und die Unterhose und dann legst du dich hin. Du hast alles, was dieser Körper in dem Moment mal nicht ist, abgelegt. Und dann ruhst du. In der ewigen Ruhe aber legst du auch den Körper ab. Nicht durch Selbstmord, sondern durch Aufheben des Verlangens danach. Ja, das kann, so mancher mag sich das wünschen, dann, Gott sei Dank, jetzt habe ich, ich löse mich von allem, wunderbar und zack geht's rein.
Schon hängt er am Kühlschrank und frisst sich voll. Der Hüter meldet sich. Lest vom Buch zu Schließ Band 1. Wenn ihr Fragen habt, ein Teil des Bandes habt ihr nicht verstanden, ja seid ihr denn vollkommen verwirrt, den wieder zu lesen? Nein! Befasst euch mit Band 2, mit Band 3, mit Band 4. Plötzlich kommt die Bedeutung von Band 1, Band 2, Band 3, es kommt alles von selbst. So ist das Diktat angelegt. Und diese Schrift, größte aller Schriften im Universum, also, so hat der sich gelöst von seinem Astralkörper. Auch dem hat er sich auch herausgezogen. Er war über den Astralleib hinausgekommen. Über genau den Leib, den Jesus benutzt hatte, um sich zu manifestieren, materialisieren. Der hat ja kein Gewicht und konnte sich auf dem Wasser stehen zeigen. Da haben sie gesagt, er läuft auf dem Wasser. Ja, in seinem Astral schon. Kann eigentlich jeder gute Guru, wenn man so will. Von denen es nicht viele gibt, das gebe ich zu. Der ging also völlig auf in seinem Denkerkennen. Was meine ich damit? Er war im Manas Rupa. Im Gedankenleib, im Mentalleib. Wir denken nämlich mit Hilfe von Vehikeln, die sich dann auf das Gehirn transponieren und dann den Gedanken machen. Der entsteht im Mentalleib, der Gedanke, und manifestiert sich im physischen Gehirn. Der Mensch, ich sage etwas oder will einen Namen nennen und habe ihn vergessen. Aber ich weiß, dass ich ihn kenne. Woher weiß ich das? Davon wissen unsere Neurologen und unsere Psychologen und Psychiater überhaupt nichts. Die behandeln bei der Demenz den physischen Körper und denken, ja gut, ist ja alles in Ordnung, aber ihr habt keine Ahnung. Denn die Erinnerung ist im Mentalkörper. Der kann sich aber aufgrund von Ernährung, Alkohol, was weiß ich, was es gibt, nicht mehr den physischen Gehirnzellen mitteilen. Die sind zu für einen Moment. Manchmal öffnen sie sich und da fällt einem der Name wieder ein. Du weißt immer alles, nur der Träger, der untere Träger, das Stula Sharira, der physische Körper, der funktioniert mal so. Ja? So. Der besteht aus Mentalstoff. Blöde Eltern erzeugen ein blödes Kind, aber die Eltern sind nicht das Kind ist nicht das Produkt dieser Eltern. Das ist wahr. Ein Kind hat plötzlich die Idee, Mensch, ich bin eigentlich blöde. Ihr seid schuld, sagst du den Eltern. Eltern, die mit dem Buch des Lichts sich befassen, oder auch das Kind, wenn es sich endlich mit dem Buch des Lichts für Kinder befasst, weiß, ich habe im vergangenen Leben Anker gesetzt, diese Dinge verursacht, die mich zu genau den Eltern bringen, die mich dessen bewusst sein lassen. Verehren solltest du solche Eltern, anstatt sie anzuklagen. So stellt das Buch des Lichts alles auf den Kopf. Das Kind ist nicht das Produkt deiner Eltern. Aus Ende. So viel über Schuldzuweisung vom Kind zu Eltern. An die eigene Nase greifen. So. Und deshalb bin ich manchmal etwas empört, weil ich ja weiß, wie die Welt denkt, in welche Richtung. Ganz falsch. Das Buch des Lichts ist das Buch des Umdenkens. Zurück zur Quelle. Ehre sei dem Buch des Lichts, meine Geliebten. Ja, wo ich mal zufällig eins dabei habe, zeige ich es auch. Bitte. Band 2. So. Throne of the Body. Im Tode wirft man ja erledigt den grobmateriellen Körper. Hat. Ab. Wenn man der wäre, ja, dann wäre es ein Problem. Aber das ist ja nur eine von vielen Hüllen, die wirkliche Unterwäsche, wenn man zu Bett geht, die fehlt ja noch. Mein Lieben,
Seht ihr, ich habe gesagt, zu Bett geht und will sagen, zu Bett geht. Ja, in meinem Manas Rupa wusste ich schon, es ist zu Bett gehen. Aber einen Augenblick hat die entsprechende Gehirnzelle in diesem 74-jährigen alten Körper nicht darauf reagiert, sondern die hat auf ein W reagiert, statt auf ein T. Oder auf einen irgendeinen Buchstaben. Und wie die Gehirnzelle wieder aktiviert war, hat sie darauf reagiert, was ich wirklich sagen wollte. So sieht es aus, so funktioniert die Maschine. Dieser liebe Plotinus aber hat sich noch mit seinem Mentalleib identifiziert. Und dieser, aus Denkstoff bestehend, hat alle Haupt- und Nebenorgane und alle Organe des Körpers nur in viel feinstofflicher Art. Und weil dieser liebe Plotinus in diesem erwachte und die Wesenheiten sah, dachte er, das ist es bereits. Das ist es. Es ist noch nicht. Weil sich ja auch der Mentalkörper auflöst. Also gibt es noch was anderes nach der Auflösung des Mentalkörpers. Er hatte nicht nur den grobmateriellen Leib abgeworfen, er hat den Astralleib abgeworfen und dann in diesem hohen, einem höheren Leib hat er die Himmelswelt erfahren und, so wie so viele Muslime und Christen, als todlosen Zustand empfunden. Ja, bitte, wenn ihr das wollt, kein Problem, kein Problem. Und das ist für diesen Heiligen gewesen die höchste Möglichkeit der Erklärung eines todlosen Zustandes, der er in Wirklichkeit nicht war. Und die Menschheit in den Religionen haben es auch zu nichts Höherem gebracht, weil sie sich damit identifiziert haben, mit einem ewigen Leben im Himmel. Es gibt kein ewiges Leben im Himmel. Wo waren denn die ersten Kriege? Auf Erden? Ich glaube doch wohl kaum. Das hat doch schon dort oben angefangen, meine Lieben, oder? Wer tiefer blickt, dem ist klar. Die Erklärung eines ewigen Lebens im Himmel ist unzulänglich. Weil das Wesen jeder Materie, auch der feinsten, auch der mentalsten, auch der durchgeistigsten, ja, des höchsten Geistkörpers, ist, unterliegt einer unaufhörlichen Veränderung und Veränderlichkeit. So weit denken wir, so tief vom Buch des Lichts. Wenn in 150 Billionen Jahren, ich gehe mal jetzt von den interplanetarischen Pralayas ab, wo alles in zwischenzeitliche Urgründe gezogen wird. Aber wenn in 150 Billionen Jahren alles wieder eingezogen wird, dann ist alles erstmal weg. Die Natur hat alles wieder abgestoßen. Da kommen wir auch noch dazu, mein Lieber. Die Natur will das Leben? Erzähl das, wem du willst. Die Natur will deinen Tod. Sie will, dass du. Die sagt, raus hier. Du hast hier nichts zu suchen. Und mit einem ewigen neuen Greifakt greifst du die verbotene Frucht und hängst dich wieder dran an so einem Ding. Ehre sei dem Buch des Lichts, mein Lieben. Ich hätte mich schon längst umgebracht ohne das Buch des Lichts. Also, in uns ist aber das Urgefühl der Möglichkeit eines todlosen Zustandes, das ist da, das kannst du den Menschen nicht nehmen. Mir haben Leute gesagt, da müssen wir halt die Religionen verbieten. Niemals wird dir das geschehen. Da haben sie in Russland versucht, Kommunismus oder in der DDR und so weiter, naja, da war dann die Merkel, der Pfarrer war fast, der Vater war Pfarrer, Pastor, was? Aber IM war er auch, wie die Tochter. Verworfenes Gesindel, möchte ich fast sagen hier, wenn ich diese Worte bemerken darf. Ihr kriegt euer Karma schon noch. So,
Also das Wesen einer jeden Materie ist ja unaufhörliche Veränderung. Und deshalb ist auch ein Astralleib nicht ewig, auch ein Mentalleib nicht ewig. Alle diese Strukturen der unterschiedlichen Hüllen des Menschen werden im Buch des Lichts beschrieben. Und, aber die großen Genien haben sich mit diesen Strukturen nur so weit befasst, dass sie sich davon lösen. Alles andere haben sie als unnötiges Wissen bezeichnet. Und damit haben sie wohl recht. Gibt aber viele Menschen, die wollen was wissen. Guck mal, das ist so, so unnötig, könnte ich fast sagen, als wenn du einen ganz feinen Anzug hast, mit feinstem, teuren Stoff, und trägst ihn. Möchtest aber gerne wissen, woraus ist denn der Anzug gemacht? Das ist eigentlich unnötig, oder? Und dann weißt du, oh, aus dieser Seite und dort und aus Indien und dies und das und jenes. Oh, ja gut. Wenn du das brauchst. Der Plotinus hat gesagt, er hat also nicht gesagt, welche Schönheit von wunderbarer Größe er nach der Befreiung von seinem Leibe geschaut hat. Ja? Da muss man mal wirklich sagen. Es ist interessant, mein Lieben, wenn man sagt, ja, was meinte er denn? Was hat er denn geschaut? Auf der von ihm erreichten Loslösungshöhe hatte er keinerlei Körper, da war auch kein Astralleib mehr vorhanden. Und was erfährst du und empfindest du denn mit einem Mentalleib, mit einem reinen Denkerkennen, mit anschaulichem Denken, mit mentaler Materie? Das ist auch ein Leib. Von wem wurde er uns gegeben? Wer weiß es? Von der Lehre des Buches des Lichts. Von den Anunnaki, von den Archonten und alles. Das sind alles so verbogene Lehren, die nicht richtig begreifen, was los war. Von den Manasaputras. Die haben uns entsprechend unserer Aufnahmefähigkeit und Entwicklungsfähigkeit als Monade einen Mentalleib gegeben, damit wir die Welt verstehen. Zum Zwecke der Ausbreitung? Na, ich sage zum Zwecke, damit wir endlich herausgehen aus diesem Sauhaufen. Also, Loslösung durch Weisheit. Von denen haben wir den Manas, Rupa, den Mentalleib. Und weil die Monaden nicht alle in gleichem Bewusstseinszustand sind oder gleichen Erfahrungszustand, kriegt jeder von den Maßschneidern, von den Manasaputras, einen entsprechenden Mentalleib seiner Fähigkeit entsprochen, mit dem kann er dann arbeiten, in der Tat, mit dem kann er sich dann weiter erweitern. Und das ist der Grund für die unterschiedliche Menschheit von heute, unter anderem. Was können wir denn mit reinem Denken erfahren, mit Denkerkennen, sage ich mal? Also mit anschaulichem Denken. Wenn ihr mich seht, nehmen wir mal an, ihr hättet mich noch nie gesehen und ihr habt auch keine Beurteilung dessen, was da ist. Ihr seht eine Struktur. Ihr seht eine Struktur. Anschauliches Denken. Ja? Was kann ich mit dem anschaulichen Denken sehen? Grenzenlosen Raum, Grenzenlosigkeit des Erkennens und den Bereich, der nicht irgendetwas heißt. Das wird alles beschrieben in der Meditation. Und der geht letztlich darin, dass man ganz in einer anschaulichen Vorstellung aufgeht. Und da ist nichts mehr da, ohne Objektwahrnehmung. Da haben viele schon aufgehört und haben gedacht, das ist es. Nee, das ist es nicht. Du bist auch nicht dein Bewusstsein, du hast nur eins. Ja, mein Leben, Buch des Lichts, gnadenlos. In jedem ist die Sehnsucht zum Kern hin, zum Kern, zum Kern. Das kann doch nicht der Kern sein, dieses stinkende Etwas, das irgendwann noch viel stinkender wird. Diese Struktur, ein Skelett, überzogen mit Haut und Fleisch, gefüllt mit Kot und Urin. Das soll alles sein? Da ist noch was.
welches ich erfahre, wenn ich mich davon löse, nicht im Selbstmord, da bringt gar nichts, sondern geleitet durch die Lehre in der Meditation. Da kann ich empirisch bewahrheiten, was das Buch des Lichts lehrt. Anidasana Pithagam Rupam. Ich soll mal vom Sanskrit ein bisschen was übersetzen. In den formlosen Versenkungen, Arupa Jhana, der Meditation. Ihr wisst ja, Seelenatmeditation, der Pfad zur Unsterblichkeit. Da erfahren wir, das reicht ja nicht irgendetwas heil. Da ist das Element des Erkennens noch vorhanden. Aber was ich immer erkenne, das bin ich noch nicht, darum kann ich mich auch von diesem Zustand lösen. Das geht nur durch ständig täglich praktizierte Seelenatmeditation und die Lehre der Loslösung. Und die Lehre der Loslösung kann man nur begreifen, wenn man die Lehre der Anhaftung begreift. Wie ich dazu gekommen bin, mich mit meinem Penis zu identifizieren, du mit deiner Scheide und ihr Geschlechtslosen oder Intersexuellen mit eurer Intersexualität, alle drei waren auf dem falschen Weg und sind auf dem falschen Weg. Nichts davon bist du. Weil alles das wird dir entrissen. Das sage ich dir. Warum heißen die formlosen Versenkungen, die also dann kommen in der Seelenatmeditation, warum heißen die formlos? Weil man in ihnen keine Formen mehr wahrnimmt. Und das sagt man ja auch, Rupanam Itimaya, nach der Überwindung der Wahrnehmung von Formen, der Wahrnehmung von Widerständen, erreicht er das Reich des grenzenlosen Raumes. Ist das schon das höchste Nö? Ja, wir lassen hier nicht locker, Mann. Großen Seher der Upanishad, unser Meister Eckhart, das ist als Abgrund beschrieben, weil in ihm überhaupt nichts Gestaltetes mehr und damit auch kein Entstehen und Vergehen mehr zu erkennen ist, wegen seiner wandellosen, also ewigen Unbeweglichkeit, unsagbarer Friede. Und da hat der Plotinus das erlebt und hat gesagt, das ist das Wunderding. Und das tragen wir in uns, meine Lieben. Der Friede ist in uns, nirgendwo da draußen. Du kannst keinen Frieden erlangen, indem du dich irgendwelchen sexuellen Sinneslüsten, Essen, Trinken und so weiter hingibst. Geht nicht. Für dich immer wieder neu anreizen. Aber was ist das Wunderding? Und in diesem Wunderding sah der seine Urrealität, die allem Geschaffenen zugrunde liegt und zu welchem alles Endliche zurückstrebt, ist dem so. Was sagt ihr? Wirklich? Und er hat tiefer geschürft, der Plotinus, als der Meister Eckhart. Er hat der Urrealität auch das Göttliche abgesprochen. Der Meister Eckhart hat gesagt, das ist das Göttliche. Wir sagen auch, du bist ein Gott im Werden. Aber wenn du dich vom Höchsten losgelöst hast, dann bist du auch kein Gott mehr. Denn ein Gott bist du nur, wenn du dich mit dem noch immer noch im Zustand des Erkennens bist. Darum kannst du noch sagen, ich bin dies und das. Erst wer sich auch von dem Zustand der Göttlichkeit löst, wer also jenseits dessen geht, was der Meister Eckhart gepriesen hat, und auch der Plotinus meinetwegen, der hat die Wahrheit, von der Jesus sagt, die Wahrheit wird dich befreien. Und ihr könnt doch sehen, das ist doch auch, das kann man doch niemandem vorwerfen, dass die Menschen, wenn er durch die Stadt geht, wenn er am Flughafen sagt, ich war jetzt auf Mallorca eine Weile, wie sie hasten, wie sie gehen, jeder ist ja noch in einem unterschiedlichen Anhaftungszustand an diese Welt. Und ich kann ihm sehen,
Ich kann sehen seinen unterschiedlichen Anhaftungszustand, entfernt vom Urding, entfernt vom Wunder, entfernt vom Urgrund. Also auch der Meister Eckhart, der konnte nicht der Versuchung widerstehen, vom Göttlichen zu reden. Ja? Und sagen, das ist das eine, das ist der Ursprung, das ist alles. Ja? Das schließt jede Vielheit in sich aus. Sobald du sagen kannst, das ist das, hast du von dir selbst weggewiesen. Und darum ist die Auskunft noch nicht richtig. Löse dich erst im Verlangen von dem du sagst, das ist das. Dann kommt die Wahrheit. Und die wird dich befreien. Om. Of the million slaves who helped build the pyramid. He was young and handsome, but a slave. What a miserable life he had. Until the day the Pharaoh passed by, everybody bowed. But the slave, and he looked up right into the Pharaoh's daughter's eyes. Oh, and he fell in love, and he fell in love with the daughter of the Pharaoh. And he fell in love, and he fell in love with the daughter of the Pharaoh. Forget her magic smile and the godly glance in her eyes. And he dreamt he was making love to her from a hot Egyptian night. And suddenly she stood before him. And it was not a dream, it was reality. And she said, please love me, but one thing you should know. When the night is over, you give your life to me, to the daughter of the Pharaoh.
end of the night he gave his life to the daughter of the fair rose.